den Weg stellen. Oh weia, das muss ich Maler berichten. Wala berichten, Wala, Wala. Technik. So, Julia macht mal gerade Heilung. Nicht genesen, sauer, Heilauer. So, dann machen wir Item. Ja, so heile ich mich mittlerweile. Och, ich habe ja genug. Magietrank, 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 Magietrank. Ja, ich bin ja jetzt ein bisschen verschwenderischer geworden. Ich hatte über 200.000, aber... Ja, und guck mal, ich habe jetzt zurzeit wieder mehr Schritte als Geld. Okay, hier muss ich graben. Technik. Maler. Wurzelschaufel. Und jetzt sollte ich definitiv speichern. Jetzt brauche ich nur noch den Dunkelheit und dann sollte es eigentlich passieren. So, gleich ist es geschafft. Sie fällt jetzt wahrscheinlich in Ohnmacht oder so. Halt! Huh! Gerade noch rechtzeitig. Es ist aus. Euer Entkommen ist ausgeschlossen. Entkommen groß, bitte. Das ist aber schade. Was soll das heißen? Ergebt ihr euch freiwillig? Nein. Dabei haben wir sie doch nach all der Zeit endlich gefunden. Es gibt einen Grund, warum diese Mine schon vor 100 Jahren geschlossen wurde. Ihr habt es eigentlich geschafft, hier durchzukommen, richtig. Und das nur, weil die Leute Angst vor dieser wundersamen Konstruktion hatten. Zu Recht, es ermöglicht Kontakt mit Teufeln. Erschreckend genug, dass es solche Geräte überhaupt gibt. Wisst ihr, ich habe mir durchaus Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich klug ist, einen Teufel zu beschwören. Doch dieser Teufel, Angamir. Ich bin sicher, dass unser Zusammenhalt großartig wird, wenn wir erstmal beschworen haben. Und zwar in mir selbst. Nein, warte. Netter Versuch, aber es ist zu spät. Ah, ich muss ihn im Traum toten. Ah, was steht hier so rum? Haltet sie doch auf, los. Oh, verdammt. Mächtige Angamir, ich zeig dir den Weg. Komm aus unserer Welt. Hey Chefin, was ist los? Ist alles in Ordnung? Das sieht nicht gut aus. Was ist mit ihr? Hat sie es nicht geschafft, den Teufel zu beschwören? Doch, das hat sie. Und zwar genau wie sie sagte. Sie hat ihn in sich beschworen. Sie ist von ihm besessen. Sieht deswegen jetzt cooler aus. Noch ist sie in einer Art Schurkzustand, doch der wird nicht lange anhalten. Scheiße, es muss doch einen Weg geben, den Teufel zu töten, ohne sie dabei umzubringen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, dann müssen wir sie eben. Chefin? Chefin? Was ist denn nun? Das ist jetzt gut oder schlecht? Und du? Irgendwas müssen wir doch tun können. Und du? Wie kann man so töricht sein? Sie hat keine Ahnung, was sie anrichtet. Okay, ein Teufel. Teufel, Teufel, Teufel. Ich werde mal Sarosch mitnehmen, weil Teufel klingt irgendwie nach Feuer. Fea raus. Und der Rasser noch rein für Aras. Ah, gucken wir doch mal, ob Sarosch jetzt mal nützlich sein könnte. Ich hoffe, dass ich keinen Fehler mache. Und los. Na? Achso, ich muss ja natürlich Technik. Susuna, Traumwandler. Ich bin in ihrem Geist und ich werde hier langlaufen. Ihr Geist sieht ein bisschen dunkel aus. Wartet mal, meine Katzen wollen was. Bis gleich. Meine Fresse, sind die verfressen, die Jungs. Gut, ja. Dann wollen wir loslegen, oder? Gut, wir holen uns den Teufel, wir holen uns den Teufel. Ich bin ja in Schwarz. Ah, okay. Wow, was ist das? Hallo, bist du der Teufel? Hallo, Teufel. Angamir, Gott, bist du ein kleines hässliches Viech. Du bist ja nur so ein Kopf mit einem kleinen Schwänzchen und zwei Füßchen. Och Gott, bist du süß. Och Gott, ich möchte dich aber gar nicht hauen, du bist so niedlich. Du machst mal Stress, du machst mal Kombinationsspiel und du machst mal richtig schön was Böses. Zusammen auf der Gezeiten am besten. Kraft des Halbmondes. Okay. Zusammen auf der Gezeiten. Null. Kombinationsspiel. Null. Stich ins Herz. Oh Gott. Brüllende Axt. Oh Scheiß, die Wand. Technik, Materienknall. Technik, Feuerdetonation. Technik, Symphonie der Blitze. Technik, Paralyse. Oh Gott, nix. Nix. Paralyse hat zwar gewirkt, aber... Paralysiert. Schön, aber wir können ihn nicht verwunden. Normaler Angriff, normaler Angriff, normaler Angriff. Paralyse ist eigentlich praktisch.
Null. 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 Schlecht. Okay, was machen wir nun? Mir ist unsterblich. Vorne-Schuss? Aquabuster. Nackenhieb. Paralyse. Scheiße! Der ist unverwundbar. Ich kann auch nicht fliehen. Verteidigen, 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 verteidigen. Und jetzt? Machen wir mal den Überbomben-Dingern. Keine Ahnung, wie soll ich ihn verletzen? Haben wir ein Item? Ein Item, das ihn verletzen könnte? Diese Todesgebräu vielleicht. Komm, nützen wir Todesgebräu. Das muss es sein. Ja, Mann. Komm. Jetzt sei es einfach. Ich hab nichts anderes. Miss. 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 Okay, ich muss mich töten lassen. Ich kann ihn anscheinend noch nicht besiegen. Die falschen Kämpfer genommen. War alles umsonst. Sterbe ich jetzt kläglich an einem so behinderten Gegner? Bänder. Gift. Gift könnte wirken. Ne, das trifft ihn nicht. So, dann machen wir hier Gegengift auf Sarosch. Dann Technik. Aber du machst auch Gegengift auf Tapio. Du machst. Was machst du? Wir nehmen jetzt mal einen Kraftstein. Vielleicht können wir dann so viel Schaden machen, dass wir irgendwie an dem Ding vorbeikommen. Gift wäre das Einzige, was mir einfallen würde. So. Aber damit werden wir ihn. Er ist vergiftet! Geil! Ob das richtig ist? Oh! Okay. Das wirkt. Es wirkt, es wirkt, es wirkt. Und jetzt machen wir nur verteidigen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Bis er stirbt. Ich glaube, das zieht irgendwie einen Fünftel ab. Okay, alles still. Schön. Dann machst du schon mal direkt ein Heilkraut für ihn hier. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Hilft das? Hilft. Okay. 21.000. Verteidigen, verteidigen. Okay, verteidigen. Nee, was? Du machst erstmal einen Gegengift auf ihn. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Okay, ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Okay. Die einzige Möglichkeit, einen Kämpfer zu töten ist vergiften? Ein Teufel? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber es funktioniert zurzeit, deswegen nehme ich das einfach mal so hin. Nee, du machst mal auch Gegengift
auf Sarosh und du kannst dich mal selber gerade heilen. Du verteidigst dich. Verdammt, sie ist ja auch vergiftet. Scheiße. Super Heiltrank, schön. Okay. Schlag auf Krieg. Gegengift, okay. Schön wäre auch. Schön wäre noch, Julia gewesen. Die in diesem Kampf halt viel genützt hätte. Okay. Verteidigen. So. Unkraut. Okay. 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 Item, müssen wir jemand heilen? Ja, halt ich mal selber. Du musst verteidigen. Verteidigen. Und du musst mal. Ja. Mach mal ein Heilkraut auf dich. Weil du musst zaubern. Okay. Okay, ist es wirklich der Weg, den Teufel zu töten, übers Vergiften? Verteidigen, verteidigen. Oh, ist ja jetzt vielleicht gar nicht so schlau. Okay. Verteidigen. Verteidigen und. Oh, noch wieder Schaden genommen. Wow, okay. Das hat ihn gekillt. Dann angreifen. Item. Lebenswasser. Du machst verteidigen und du machst Superheiltrank auf ihn. Sie. Okay. Ich hätte auch auf ihn noch einen Superheiltrank machen können. Okay, der kann nicht mehr lange machen. Ich weiß, dass prozentualen Schaden macht das Gift. Das heißt, es muss einfach nur oft genug durchlaufen. Und es reicht dann. Superheiltrank, Sarosh. Technik. Item. Und Technik. Verteidigen. Technik, verteidigen. Nein. Doch, verteidigen. Komm. Komm, stirb schon. Stirb schon. Stirb schon. Tot. Okay, ich werde jetzt aber mal fragen, ob das der richtige Weg ist. Tja, ich habe ihn mal gefragt und tatsächlich, das war die Möglichkeit, ihn zu töten. Mit Gift oder Verwirrung. Mit Verwirrung hätte man ihn auch sich selbst angreifen lassen können. Das wäre natürlich noch ein bisschen angenehmer gewesen, wenn ich beides gemacht hätte. Bin ich aber nicht drauf gekommen. Gut, schön. Okay, Mädchen, was ist passiert? Wo seid ihr gewesen? Sie sollte nun wieder normal sein. Nehmt sie lieber fest, solange sie noch benommen ist. Ihr habt recht. Los, schnappt sie euch. Hey, was? Moment mal. Na, euch beide macht bald zum Frühstück platt, Jungs. Geil. Wir sind euch zutiefst zum Dank verpflichtet. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wer weiß, was passiert wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Endlich konnten wir die Übeltäter fesseln und dingfest machen. Das werden die nächsten Jahre hinter Gitter verbringen. Also das ist mal innovativ. Es ist ja gerade noch mal gut gegangen mit dem Teufel. Vater, ich finde, du solltest ihnen eine Belohnung geben. Ohne sie hätten wir das niemals geschafft. Normalerweise sind wir ja, es ja die Belohnung einnehmen, aber meine Tochter hat absolut recht. Im Moment habe ich leider kein Geld bei mir, aber ich denke, dass ich hier etwas für euch habe, was es ohnehin von mehr Nutzen ist. Gesegnete Weste erhalten. Sehr geil. Diese Weste war lange Zeit in meinem Besitz. Sie ist dazu in der Lage, sämtliche negative Effekte zu heilen und wehrt zudem jede Form von der Magie ab. Bitte gebt gut auf sie Acht, aber ich bin sicher, dass sie euch gut aufgehoben ist. Schön. Wir werden uns nun voneinander verabschieden. Diese Verbrecher müssen hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Gebt gut auf euch Acht, Kinder. Macht's gut. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Gesegnete Weste, eine gesegnete Weste, die sämtliche Magieangriffe abwehrt. Geil. Geil. Damit bin ich ja unbesiegbar, Alter. Das gebe ich natürlich Lylair, weil die ist immer dabei.